Kevin, freue mich, dich zu sehen, hier in Ewing, in deinem Stadtteil. Kevin, es ist jetzt gut 24, fast 25 Jahre her, dass du in Dortmund als Dortmunder Junge geboren wurdest. Und seitdem hast du vom ersten Tag an eigentlich in Ewing gelebt. Was ist Ewing für dich? Ja, Ewing bedeutet sehr viel für mich. Ich bin hier, wie gesagt, aufgewachsen. Hab viele Freunde hier und das gibt man nicht einfach so auf und deswegen bedeutet Ewing sehr viel für mich. Kevin, wir sind jetzt, glaube ich, fast da, wo wir hinwollen, nämlich beim VfL Kemminghausen, ein Verein, der gut geführt ist hier im Dortmunder Norden, solide, wo du deine ersten Schritte gemacht hast. Selber ist er, glaube ich, über die Bezirksliga nie hinausgekommen. Nein, leider nicht, aber ich hoffe, in den nächsten Jahren ist das der Fall, dass die mal ein bisschen höher spielen. Der Verein hat sich das verdient und die hatten früher immer eine richtig gute Jugend und ich hoffe, das wird auch wieder so sein. Ja, dann gucken wir doch mal, was uns hier erwartet beim VfL und wer uns hier erwartet. Lassen wir uns mal überraschen. Okay. Vielleicht treffen wir ja noch den einen oder anderen. Hallo. Hallo. Guten Morgen oder guten Tag, wie auch immer. Schön, dass wir hier in Kemminghausen sein dürfen. Ja, das ist gut. Hallo, schönen guten Tag. Martin, schön dich zu sehen. Ja, und ich auch. Ja, Kevin, jetzt stehen wir hier auf dem Platz des VfL Kemminghausen, da wo deine ersten fußballerischen Schritte stattgefunden haben. Und bei uns zufällig treffen wir hier zwei Leute, die dir und mir durchaus vertraut sind. Herzlich willkommen, dass wir hier sein dürfen. Bei Ihnen Udo Brickenkamp, der Ehrenpräsident des VfL Kemminghausen, und Martin Großkreuz, der Vorsitzende des VfL und zufällig der Vater von Kevin. Udo, der Kevin hat mir erzählt, dass er immer noch so eine bisschen Herzensbindung auch an den VfL hat. Ja. Kannst du dich denn noch erinnern, wie das war, als er hier als Vierjähriger angefangen hat? Warst du da Vorsitzender? Ja, ich gehörte mit zum Vorstand damals und wie er da als kleiner Bengel da mit rumgelaufen ist, habe ich schon mitgekriegt. Aber da hat man ja noch nicht gesehen, was aus ihm wird. Das freut uns ja jetzt, dass er wirklich jetzt beim BVB auch spielt als Profi. Da sind wir ja stolz drauf. Und wenn man das sieht, was für einen Werdegang der Kevin gemacht hat, ist das eine schöne Sache. Kevin, wir sind in der Kabine des BVB. Der Schrank mit der Nummer 19, der spinnt hinter uns. Erklär uns mal, was wir hier so sehen. Ich sehe ganz viel Shinji. Ganz viel Shinji, ne? Ja. Man albert ja auch ein bisschen rum in der Kabine und dann kommt man auf Gedanken, die man eigentlich sonst nicht hat. Und und da sind auch andere Mannschaftskollegen, die was draufgeschrieben haben. Mein Spind ist auch nicht so aufgeräumt wie die anderen, glaube ich. Shinji saß neben mir immer eigentlich. Und wir haben viel Blödsinn zusammen gemacht hier in der Kabine.